have here our next presentation from Das ist unsere nächste Präsentation. Unser Sprecher ist Schul. I just leave the stage for him. Yes. Keep it. Pay attention. Here he is, Clemens. Willkommen zum Talk Wohnungsspot von Clemens Schöll. Wir sind eure Übersetzer Brad und Toast und Kaste. Hallo, ich bin das Kasperle. Alright, this is an English talk. Hi, I'm the Casper. I want to tell you a story. It's a little like a fairy tale. For example, a lot of people want to have the digitalization as a fairy tale. Or you can just read it. Von einem, der auszog. Eine Wohnung in Berlin. Of one who the first two acts were to be they were exhibitions, but now act three on the stage, fully automated. Who paid attention in their literature classes now, in the third act brings the catastrophe. I'll briefly tell you what has happened in act one and two. Once upon a time, there was a princess who had just finished the fine arts degree in Leipzig. So, what you just saw was an exclusive preview for an upcoming exhibition. Was wir jetzt gerade gesehen haben, war ein exklusiver Vorschau auf einen Film, der bald kommen wird. Was ihr jetzt gesehen hättet, wäre, dass die Prinzessin gerade festgestellt hätte, dass sie nach Berlin ziehen musste. Lasst uns mal darüber reden, was passiert, wenn man nach Berlin ziehen möchte und wenn man in Berlin eine Wohnung sucht. Die Situation ist im Prinzip dieselbe wie in vielen anderen großen Städten. So, was wir hier jetzt gerade sehen, ist eine Wohnungsbesichtigung in Berlin. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, oder ist nicht ungewöhnlich, weil wenn jemand zu einem angemessenen Preis eine Wohnung anbietet, dann wollen die viele haben. Und niemand fragt sich, warum das so ist. Es gibt sehr viele Analysen dazu. Aber fangen wir mal an, wie stellt sich Berlin selber dar? Es ist eine Stadt von Freiheit und da gibt es viele nette Slogans. Warum sollte ich nach Berlin kommen? Nun, der Slogan ist, weil es ist einfach möglich in Berlin. Die Frage ist natürlich, was ist dieser Freiheit? Weil wenn man sich so die Situation anguckt, es ist im Prinzip nirgends möglich zu wohnen für mich in Berlin. Und ich habe die Freiheit, im Kalten zu stehen und darauf zu warten, eine Wohnung zu bekommen. Und der Vorrat an Wohnungen in Berlin ist einfach erschöpft. Und warum sprechen wir hier über erschöpfte Ressourcen? Weil wir in Wirklichkeit eigentlich ein Problem haben, die Ressourcen zuzuordnen. Das könnte natürlich, kann in selber Art und Weise auch generalisiert werden auf andere Ressourcen. Von jemandem, der auszog, in Berlin eine Wohnung zu finden, ist ein Projekt, das ich als Medienkünstler gestartet habe vor etwa einem Jahr, als ich von hier aus Leipzig zurück nach Berlin gezogen wird. Ich brauchte ganz offensichtlich eine Wohnung. Ich brauchte diese Ressource. Und ich habe angefangen so, ich saß da den ganzen Tag am Rechner und ich habe immer wieder dieselben Websites aufgerufen und da ewig lang gesessen. Es kam der erste Tag, der zweite Tag und es war ziemlich langweilig und es fühlte sich an, als ob ich einfach meine Zeit verschwende. Aber dann am dritten Tag war ich so verärgert darüber, dass ich mir gedacht habe, nun, jetzt lasst uns mal ein bisschen Wissenschaft machen. Und was ich machen könnte, ich könnte doch einfach einen Bot schreiben, der das Ganze für mich automatisiert. Und dann bin ich da, ich bin total
Eigentlich genauso gelangweilt wie vorher, als ich den Bot beschrieben habe. Aber ich habe dabei so einen richtig neuen heißen Scheiß an Technologie genutzt. Und im Prinzip, was ich getan habe, ist genau dasselbe wie vorher, nämlich ich habe meinen Browser die Seiten neu laden lassen, immer wieder, wie schon vorher, nur automatisiert. Und jetzt könnte man fragen, wie habe ich das Ganze gehackt? Eigentlich gar nicht. Ich habe Firefox genutzt und dann benutzte ich eine Schnittstelle zu Firefox und habe Python genutzt, um das Ganze zu steuern. Was man da machen kann, ist, es gibt so Buttons und diese Buttons können über ein Python-Skript getriggert werden und dann eben darauf geklickt werden. Ist das jetzt wirklich ein Hack? Eigentlich nein, es ist eigentlich nur eine Automatisierung für einen Einzelnen. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Hack, aber eigentlich nutze ich hier nur alte Technologie, nur auf eine innovative Art. Und worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, dass diesen Bot zu schreiben wirklich, wirklich Spaß gemacht hat für mich. Ich habe da eine ganze Menge Zeit investiert, etwa genauso viel Zeit, wie ich investiert hätte da rein, tatsächlich nach einer Wohnung zu suchen. Aber ich möchte das auch deshalb nochmal erklären, weil also es ist halt diese Automatisierung selber, die Automatisierung zu produzieren, das möchte ich hier einfach mal ausdrücken, kann auch ein Spaß an sich sein. Ich denke, es macht euch keinen Spaß, nach einer Wohnung zu suchen, aber in gewisser Weise ist zumindest die Arbeit an dem Bot interessanter. Und wir könnten jetzt aufhören, ich habe nämlich eine Wohnung gefunden und bin nach Berlin gezogen und das könnte jetzt einfach das Ende sein. Ist natürlich nicht das, was jetzt passiert ist wirklich, weil in Wirklichkeit kamen immer wieder Freunde zu mir und sagten, hey, ich muss nach Berlin ziehen oder ein Freund von mir muss nach Berlin ziehen und du hast das doch schon mal gemacht und könntest du mir helfen? Und sie wollten halt, dass ich denen dieses Werkzeug gebe, weil im Prinzip, ja, es ist halt auf der anderen Seite auch nicht so ganz gerecht, weil wenn wir uns das angucken, für mich, ja, es hat mir eine Wohnung besorgt, es hat funktioniert, aber irgendwie ist das nicht so ganz ethisch korrekt. Was passiert, wenn ich das meinen Freunden gebe? Naja, es wird vorerst wird es funktionieren, vorerst wird es auch eine Wohnung für sie finden, aber es macht das ethische Problem noch größer und es wird gerade mal ebenso für deine Freunde funktionieren. Dazu, in meine Freunde können das aktuell auch. Wenn ich das jetzt in der generelle Öffentlichkeit geben würde, dann ist natürlich die Frage, funktioniert das noch? Würde es das Problem wirklich noch lösen? Und wie sieht das mit der ethischen Fragestellung aus? Und wie gibt man das jetzt wirklich an die Öffentlichkeit? Da gibt es auch oft einfach den Anreiz, das anderen zu geben, beziehungsweise nicht zu geben. Ich habe jetzt auch nicht die Möglichkeit, jedem einfach eine Wohnung zuzuteilen in München. Die Fähigkeiten habe ich nicht. Die Situation finde ich interessant und als Forscher habe ich dann überlegt, ja, da könnte ich ein Paper drüber schreiben. Als Künstler muss ich aber darüber eher eigentlich eine Performance drüber machen. Deswegen ist das jetzt der erste Akt des Ganzen. Die Zukunft ruft. Das ist eine Ausstellung in Leipzig. Es gibt einen Wettbewerb bei den Künstlern zwischen Berlin und Leipzig, welche Stadt cooler ist und wo man hinziehen sollte. Und ich hing dann einfach an der Universität rum und habe dann Leute damit konfrontiert. Und das sind jetzt zum Beispiel die Banner, die da rumhängen. Das benutzt auch die gleichen Slogans wie früher. Sichere deine Karriere als Künstler, weil es geht in Berlin. Das ist ziemlich sarkastisch, beziehungsweise ironisch. Und das war so die Sorte Sache, die ich das Gefühl hatte, dass auch die Künstler erreichen könnte. Und hier gibt es zum Beispiel eine Box mit einem Drucker drin, die Werbung ausdruckt, dass man nach Berlin kommen soll. Und das flutet quasi das Atrium, bis es irgendwann voll ist.
Okay, sorry, tech problems. Sorry, ich habe gerade ein Problem mit meiner Technik. Es hat das Atrium gefüllt mit diesen Werbestickern, bzw. Werbepostern. Here we are. Hier sind wir. Mit diesen Werbungsblättern. Was auch passieren würde, wenn jedes Mal, wenn was online ging bei Immobilien Scout. Wir haben diesen Benachrichtigungssound bekommen und für viele Leute ist heutzutage Technik etwas Negatives. Es gibt das Ding in deiner Tasche, das dich kontrolliert, das dich dazu bringt, irgendwelche Dinge zu tun. Und da gibt es eine relativ starke negative Konnotation, die der Technik bei uns im Leben anhängt. Und jetzt gab es dann hatte ich diese Assoziation, hey, du hast es noch nicht geschafft, du bist noch nicht nach Berlin gezogen und hey, du musst dich kümmern, du musst sofort dich drum kümmern, hier kommt ein Ping von ImmoScout, du musst dich sofort drum kümmern, dass du jetzt eine Wohnung kriegst, damit du da hinziehen kannst. Und das hat mich ziemlich runtergezogen und die Leute haben dann irgendwann angefangen und kriegen einfach Träume davon, dass sie aufs Land ziehen wollen, weil sie einfach den Druck nicht standhalten, den die Technik auf sie ausübt. Und die Frage ist jetzt, wie können wir das mit Kunst und Technik verändern, sodass die Leute ein bisschen positiver gestimmt werden, wenn es um Technik geht. So, und jetzt kommen wir zu Akt 2. Das sind diese Träume über Technik. Wie kann man noch hoffnungsvoll sein? Und dieser Bot, den ich geschrieben habe, hat das Versprechen für uns gegeben, dass wir wieder zu neuen Utopien zurückkehren können. Und wenn man das auch für die Öffentlichkeit machen will, braucht man einen Haufen Computer und dann könnten wir das der Öffentlichkeit zeigen. Also habe ich diese LAN-Front gewählt in Neukölln. Die Idee war jetzt, dass die Leute da hinkommen könnten und sich registrieren können während der Ausstellung für den Bot und dass sie sich das konfigurieren und dann wäre dieser Bot die ganze Zeit in der LAN-Front gewesen und hätte nach Wohnungen für sie gesucht. Also wer die Webseiten schon kennt, beziehungsweise wer die Interfaces von den Webseiten kennt, die würden vorbeilaufen. Die haben dann zwar sofort die Seiten erkannt, aber sie hatten sofort die Assoziation, weil es Kunst ist, dass es dann wohl nicht funktional wäre, also dass es irgendwie eigentlich gar nicht wirklich sucht, sondern vielleicht nur ein Video davon ist oder dass es irgendwie einfach keine Funktion dahinter hat. Und ich wollte aber den Leuten diesen Traum geben, dass es möglich sein kann und dass es etwas für sie tut. Und das habe ich am Ende geschafft und habe jetzt eine Webseite geschaffen, die heißt wohnungsbot.de. Und da ist es auch runterladbar für alle größeren Plattformen. Öffentlich für mich bedeutet, es ist einfach installierbar, man muss nichts mit Technik am Hut haben, man kann es einfach verwenden. Es ist einfach nur ein sehr dünn verpackter Browser, der da drin steckt. Aber es ist einfach relativ einfach zugänglich für den normalen Nutzer und das ist, was für mich Öffentlichkeit bedeutet, dass es einfach zugänglich ist. Ich habe mir viel Mühe gegeben mit dem Interface. Es begrüßt dich, dann erklärt es dir, dass es ein Stück Kunst ist, dass da künstlerische Anteile dran stehen und dann kommt jetzt der wichtige Teil, dass man den Bot für sich selber konfiguriert. Erst gibst du an, wo du wohnen willst, dann sagst du, welche Art von Wohnung du suchst. Hier sind auch nützliche Dinge dabei, zum Beispiel solche Sachen wie, ich will nicht mehr 10 Euro pro Quadratmeter suchen. Das ist ein Suchkriterium, das zum Beispiel in der ImmoScout nicht funktioniert. Dann musst du einen Haufen persönliche Daten eingeben. Das würde ich zwar nicht wollen, aber das verlangt einfach die Plattform von uns, dass wir das machen. Und dann geht es noch darum, dass man hier seine persönlichen Anschrieb bzw. den Brief, den man an den Vermieter schickt, schicken kann. Und hier sind auch Platzhalter drin, damit man halt seine Sachen ersetzen kann. Und der Bot versucht dann, sich als euch auszugeben und schickt dann in eurem Namen Briefe raus an die Vermieter. Und das kann man jetzt laufen lassen und auf der rechten Seite bekommt man das bekannte Benutzerinterface von ImmoScout. Du kannst auch drauf rumsuchen. Es gibt auch ein Overlay, damit du es versuchen kannst.
aber auf der linken Seite habt ihr die Seiten, die Wohnungen, für die ihr euch schon beworben habt. Und dann kommt der Spaßteil, dass der Bot anfängt, für euch den Brief zu schreiben. Und jetzt ist die Frage, wo ist denn jetzt bitte der künstlerische Aspekt daran? Bisher ist das alles nur Technik. Und dann gibt es noch einen Teil, den ich noch nicht gezeigt habe. Das ist schon ein ziemlicher Showstopper, wenn man über Kunst redet. Wir können hier... Die Kunst, die wir nicht sehen können, ist, dass wir das Netzwerk quasi ausgetauscht haben. Wovon rede ich jetzt? Was ist das Netzwerk, was ich meine? Es gibt drei Arten, auf denen man Wohnungen suchen kann im Moment. Man kann mit den Nachrichten, die Plattform einem bereitstellt, suchen. Man kann es händisch suchen, das heißt, man muss den ganzen Tag irgendwie Refresh drücken, dass die Seite neu lädt. Du kannst zwar warten, bis die Notification rauskommt, aber es kann sein, dass wenn du die Notification hast, dann sind dir lauter Leute schon zuvor gekommen und das Ding ist schon wieder offline, bis du es siehst. Oder du kannst einfach den Bot für dich suchen lassen den ganzen Tag. Normal hast du irgendwie viel Zeit, die du hast, die du verschwendest, nur um das Ding zu sichten, um zu wissen, ob es funktioniert oder nicht. Oder beziehungsweise, ob das genau das ist, was es ist. Und du hast natürlich keine Chance, wenn dann schon 100 Leute vor dir einfach sich beworben haben. Wenn der Bot das macht, bist du einfach schneller. Und dann musst du auch noch den Anschrieb für den Vermieter schreiben. Kann natürlich immer noch relativ schnell gehen, wenn du Copy-Paste machst, aber du musst es halt schon noch irgendwie ein bisschen adaptieren. Und das kostet dann halt doch teils, weil du meistens irgendwie tagsüber beschäftigt bist, wo auch die meisten Angebote reinkommen. Und Bots sind natürlich viel besser da drin, irgendwie Copy-Paste zu machen und ein bisschen was anzupassen, weil das ist einfach die natürliche Arbeit, die ein Bot macht. Und dann hast du den Vermieter, der schaut sich im Prinzip nur die ersten paar Sachen, die in seine Inbox angekommen sind, sucht sich ein paar aus, die auf seine Kriterien passen, und den Rest schmeißt er im Prinzip schon wieder weg. Und ich habe jetzt hier explizit die Option rausgetan, dass jemand zurückgewiesen wird, also dass er quasi eine Absage kriegt, aber das habe ich im Prinzip ignoriert, weil wen interessiert's? Wir schauen uns das eh nicht an. Wir haben auch gar keine Zeit daran investiert und sind auch emotional nicht investiert. Und deswegen ist es ziemlich egal, wenn wir eine Absage kriegen. Und das ist jetzt wieder so ein Fall, wo Leute sich misshandelt fühlen von Technologie, weil im Prinzip werden nur die ersten paar Leute angesehen und der Rest ist sowieso schon wieder ignoriert. Letztens gab es einen Artikel in der New York Times, dass menschliche Interaktion heutzutage ein Luxusgut ist, das man nicht mehr einfach hinnehmen kann. Das ist genauso hier auch, dass man quasi oft einfach keine Absage oder Zusage kriegt, weil das wäre schon wieder menschliche Interaktion. Das erste Mal, wenn du eine Zusage kriegst vom Vermieter, ist das erste Mal, dass du dir wirklich die Wohnung anschaust in dem Inserat und dann entscheidest, ob du hingehst oder nicht. Und deswegen sparst du einen Riesenhaufen Arbeitszeit. Jetzt es gibt noch so eine Theorie zur Arbeitszeit. Das ist aber mehr so eine Theorie. Wenn man sich das mal früher angesehen hat, dann gab es einen Makler und dieser Makler wurde dafür bezahlt, die Wohnung für dich zu finden, und man hat ihm dafür Geld gegeben. Jetzt gibt es aber halt diese Plattformen, die dir versprechen, dass in deiner zuvor freien Zeit du das selber aber umsonst machen kannst. Du sparst dadurch Zeit, aber in Wirklichkeit arbeitest du ja. Und jetzt ist die Frage, für wen arbeitest du? Für wen gibst du deine Zeit aus? Und ich hatte dann die Idee, dass wenn ich die aktuelle Situation im Wohnungsmarkt nicht mag, dann ist halt die Frage, also wir können jetzt eine Hypothese aufstellen, nämlich dass die Arbeitszeit als Denial-of-Service-Attacke benutzen können. Und was man jetzt machen kann, ist, also was du jetzt als Anbieter machen kann, die ersten 20 Dinge anzugucken und dann eben das beste Angebot davon zu nehmen. Das ist jetzt ein gutes Gedankenexperiment, aber es wird
wird nicht wirklich funktionieren, weil die Ersten werden im Prinzip immer noch gewinnen. Das hier ist in etwa das, was wir geträumt haben. Wir schreiben ein simples Python-Skript und mit diesem Skript lösen wir das soziale Problem. Aber was wirklich passiert ist, du schreibst dieses Skript und du glaubst, du hast ein super Ding gelöst, aber das Problem wird einfach nur größer. Das Problem wird sich anpassen, das Problem wird wachsen und der Slogan des Talks, also des Ganzen ist, was ich gefunden habe für den Bot, ist, es gibt keine technologische Lösung für soziale Probleme. Natürlich kommen jetzt wieder Leute und sagen, nein, natürlich gibt es das. Und die Antwort darauf muss eigentlich sein, es gibt keine ausschließlich technische Lösung dafür. Natürlich gibt es Möglichkeiten, wo Technologie soziale Probleme lösen kann, aber was ich sagen möchte, ist, dass wenn man das einfach ein bisschen neu betrachtet, es ist nicht keine Lösung, es ist eine Reaktion auf das Problem. Es ist nicht, dass wir die Berliner Wohnungsmarktsituation gelöst hätten, sondern dass wir einfach darauf reagiert haben. Die Frage ist, wenn ich Reaktion sage, dann oder wenn ich reagiere, dann wird wahrscheinlich jemand anderes auch darauf reagieren. Wir reden da zwar nicht drüber, weil wir sehen das Problem als gelöst an. Die Plattform wird darauf reagieren und die Plattform wird wahrscheinlich einen Bot verbieten. Wie macht man das? Wie könnte man das tun? Man könnte eine technische Barriere einführen. Man kann beispielsweise den Agenten beweisen lassen, dass er ein Mensch ist. Da könntest du jetzt sagen, okay, jetzt benutzen wir da AI und so weiter und so fort. Man kann einfach eine legale, gesetzliche Regelung treffen und sagen, dass Bots sind verboten, weil ansonsten werden wir dich verklagen und du bist einfach bankrott für immer. Im Prinzip, wir werden immer weiter laufen und viele Menschen preisen ja den Kapitalismus dafür, dass er sich immer weiter anpassen kann. Und das hier sind alles Plattformen, wo man sich anmelden kann und man kann nicht nach Wohnungen suchen, sondern die Plattformen sagen, hey, guck mal, du als diese Person mit diesen Eigenschaften, diese Wohnung hier würde auf dich passen. Und ich denke, dass die Gefahr, die da drin besteht, ist, dass die Anbieter beispielsweise filtern können nach nur Menschen mit viel, viel Geld und die erfolgreich sind und die einer hohen sozialen Klasse angehören. Und das Problem bewegt sich einfach weiter. Und wir müssen uns jetzt fragen, können wir Automatisierung für etwas Gutes benutzen? Gibt es etwas, was implizit so designt werden kann, dass es einer Seite hilft? Und was wir... also es gibt diese Theorie und... Es gibt einfach Taktiken, die wir als Individuum einsetzen und wir haben Strategien, die die Institutionen verwenden. Zum Beispiel Institutionen sind sowas wie die Logale, also die Bürgermeister oder das Büro der Stadt, quasi das Bauamt. Da gibt es verschiedene Abkürzungen, die man nehmen kann und die Strategie funktioniert im Prinzip, aber unsere Taktiken, die wir machen, wir können nur Abkürzungen nehmen, aber wir können niemals die Regeln des Spiels verändern. Und der Bot ist einfach nur eine Taktik, wenn ich es für mich selbst mache. Die Frage war im Prinzip, wie kann ich meinen eigenen Weg durch den Wohnungsmarkt finden? Und die Frage ist, wenn wir das jetzt für die Öffentlichkeit öffnen, kann es dann eine Strategie werden, um das Ganze zu verändern? Kann das eine strategische Option werden für uns? Die Antwort ist im Prinzip ja, also auf dem Wohnungsmarkt nein, beziehungsweise der Wohnungsbot ist es nicht, aber im breiteren Sinne vielleicht ja. Wir brauchen einen besseren Ressourcenverteilungsmechanismus, der nicht wirklich nur auf Geld basiert ist und dann immer die Ungleichheiten, die wir in unserer Gesellschaft schon haben, immer nur weiter verstetigt. Weil genau das ist im Prinzip das Problem des Kapitalismus und das wird dadurch auch nicht weggehen. Das heißt, wir brauchen einen neuen Ressourcenverteilungsmechanismus. Ich bin aber leider nur ein Künstler und kann da wenig dazu beitragen, außer dem, was ich getan habe. Die Lehren, die ich jetzt daraus gezogen habe, wenn ich einen Bot für mich selber baue, kriege ich dann einen unfairen Vorteil?
gebe ich anderen die Möglichkeiten, zum Beispiel meinen physischen Freunden oder meinen GitHub-Freunden irgendwie die Möglichkeit auch daran teilzuhaben? Und wäre es theoretisch möglich, allen diesen Vorteil zu geben? Und wenn ich sage, ja, ich habe etwas, das zu machen, das alle diese Kriterien erfüllt, sollte ich dann das Recht haben, das zu automatisieren und diese Automatisierung bereitzustellen? Das ist schwierig, weil was sind denn die Implikationen davon, die wir vielleicht auch gar nicht sehen? Und können wir das auch machen, ohne dass es irgendwie, was ich nenne, eine Gehirnlizenz benötigt, also dass man irgendwie schlau genug ist, um das auch anzuwenden? Und können wir das irgendwie so schaffen, dass wir das hinbauen, dass es auch die breite Öffentlichkeit nehmen kann? Das, wenn ich es für mich selber baue, dann funktioniert es halt nur für mich. Und bei der Öffentlichkeit kann es sein, dass es irgendwie einfach das System kaputt macht. Ich hatte zwei Ziele, als ich das gemacht habe. Es könnte irgendwie was Positives beitragen. Es könnte irgendwie etwas Interessantes tun. Es hätte aber auch irgendwie schief gehen können. Und es ist natürlich ein Drama, was wir haben. Deswegen muss es auch ein dramatisches Ende haben. Also lass uns auch mal überlegen, wie das kaputt gehen kann, das ganze System, wenn wir das so weitermachen. Lass uns das mal bis zum Ende durchspinnen. Und das mal als Gesamtgesellschaft denken. Und ich möchte das jetzt simulieren mit einem Theater. Das ist ein Mechanismus, um etwas zu simulieren und auch mit dem Publikum zu teilen. Also in der letzten Konsequenz, das ist der Titel des dritten Akts, baute ich ein Theater. Und ich habe ein vollautomatisiertes Puppentheater gebaut, auch wieder etwas, das öffentlich konsumierbar ist, weil jeder versteht, was es ist, jeder kann die Story verstehen. Und ich habe wieder natürlich High-End-Technologie verwendet, also zum Beispiel. Die Idee ist, dass die Prinzessin wieder zurück nach Berlin ziehen will und der Wohnungsbau sagt, ja, er hat so viele Wohnungen, die er ihr anbieten kann. Und die Prinzessin etwas jemand, der relativ hilflos ist. Wenn ihr aber das ganze Stück anschaut, dann werdet ihr sehen, dass sie total cool ist. Der Wohnungsbot hilft ihr und sagt, ich habe schon so vielen Leuten geholfen, ich kann auch dir helfen. Und die anderen reagieren immer darauf, auch die Vermieter. Und die Vermieter werden sie immer wieder abweisen, weil sie sagen, es gibt so viele andere Leute, die irgendwie mehr Einkommen haben als sie. Und deswegen springen wir jetzt zum Ende des Dramas, wie das dann am Ende aussehen kann. Wir lassen es einfach. Ich bin gescheitert. Verzeih mir, Prinzessin, aber ich finde keine Wohnung für dich. Der Traum von einer einfachen Wohnungssuche ist vorbei. Habe ich nur funktioniert, weil ich einigen Menschen geholfen habe, unter den Ersten zu sein? Ich ändere die Logik und Diskriminierungen der Wohnungssuche doch nicht. Wenn ein Mensch dich ein Jahr lang vergeblich auf seine Wohnungssuche ansetzt, ist das tragisch, weil er dann immer noch keine Wohnung hat. Aber immerhin hat er nicht seine eigene Zeit mit der Suche verbracht. Verbracht, verschwendet, gelitten, Finger und Geist abgestumpft. Du bist alles, was wir haben, um zu zeigen, dass wir nicht mehr mitmachen. Wir verweigern uns, indem wir unsere Arbeitszeit verweigern. Nur so können wir Automatisierung in unserer Gesellschaft neu verhandeln. Du bist der Holzschuh, den wir in das Getriebe der Maschinen werfen können. Nein, bin ich nicht. Schluss jetzt mit dem Gag, Kasper. Ich bin das falsche Werkzeug. Ich bin eine Maschine, mir ist Berlin so egal wie der Investoren, die dein Haus gekauft haben. 12491 0997. 10249-13353. Ich kenne eure Postleitzahlen, aber ich war in keiner eurer Straßen. Die Investoren ja wahrscheinlich auch nicht. Hat mein Gesicht euch Hoffnung gegeben? Habe ich für einen von euch eine Wohnung gefunden? Hätte ich Emotionen, würde mich das für euch freuen, ehrlich. Aber ich muss euch enttäuschen. Ich helfe Menschen, eine Wohnung zu finden. Das funktioniert eine Zeit lang ganz gut. Sie finden schneller und einfacher eine Wohnung, weil mich nicht alle Menschen verwenden. Irgendwann verwenden mich alle, dann hat niemand mehr einen Vorteil.
aber zumindest verwendet auch niemand mehr Zeit mit der Wohnungssuche, soweit der Traum. Aber mal ganz ehrlich, darum geht es hier doch nicht. Denkt mal nicht nur an euch. Was ist denn mit denen, die gar kein Internet zu Hause haben? Oder keinen Rechner? Anders gesagt, vereinfacht, was ist mit all den Menschen, die egal wie lange sie suchen, egal mit welchen Mitteln, keine adäquate Wohnung finden werden, die sie sich leisten können? Die, die hier wirklich verdrängt werden, kommen in der öffentlichen Debatte doch eigentlich gar nicht vor. Die, die seit Monaten eine Wohnung suchen und du, wenn du sie siehst und sprechen hörst, auch sofort weißt, da helfen keine weiteren Monate mehr, da hilft kein Bot. Unser System hat euch aufgegeben. Ich bin das falsche Werkzeug. Ich glaube, ein wirklich gutes Werkzeug zu sein. Ich funktioniere wie gedacht. Ich automatisiere gut, arbeite selbstständig und unablässlich, aber ich bin der Falsche. Es wurde schon oft gesagt, aber ich kann es nur wiederholen, es gibt keine technischen Lösungen für soziale Probleme. Vielleicht habe ich für den ein oder anderen erfolgreich eine Wohnung gesucht, das hat aber nichts gebracht. Ich kann euch nicht helfen. Ihr müsst die Werkzeuge weglegen und es wieder in die Hand nehmen, gemeinsam. Organisiert euch. Greift zurück auf die bewährten Mittel, Regulierungen, Steuern, Umverteilung, zur Notenteignung. Techniken, Jahrtausende alt, bewährt, was wollt ihr mehr? Eure Wut hat das falsche Ziel. Das Problem ist nicht die Wohnungssuche, sondern der Wohnungsmarkt. Das Problem ist, dass Wohnen überhaupt ein Markt ist. Ich bin der Wohnungsbot, ein Kunstprojekt, ein Hack, der aus dem persönlichen Bedarf in die Öffentlichkeit getragen wurde. Ein junger Bot mit großem Versprechen, großen Ambitionen. Aber mein Scheitern war immer das Ziel. Ich scheitere, um hier vor euch zu stehen und zu sagen, ihr seid noch nicht gescheitert, noch könnt ihr das angehen. Ich scheitere, um euch zu warnen, ihr dürft nicht scheitern, auf euch ist die Stadt gebaut. Jetzt ist der Moment, in dem ihr noch einfordern könnt, wie ihr wollt, dass Wohnungen vergeben werden. Jetzt ist noch der Moment, indem ihr mitbestimmen könnt, wie Automatisierung unser Leben gestalten soll. Jetzt ist euer Moment gekommen, nicht meiner. Yo. Yo. Thank you, Clemens. Danke, Clemens. Das war die Übersetzung von dem Wohnungsbot von Bread und Toast und Kaste. Wir freuen uns auf über Feedback auf C3T und jetzt kommen wir zu den Fragen. You in my pocket, so I can imagine some people have a question here. And please, ich kann mir vorstellen, einige haben hier eine Frage. Kommt bitte zu den Mikrofonen und stellt eure Fragen. Hast du überlegt, den Wohnungsbot auf andere Städte zu übertragen? It's a question that's been asked from day one. Why Berlin? Why not another city? Das ist eine Frage, die schon am ersten Tag gestellt wurde. Warum ausgerechnet Berlin? Es gibt ja auch andere Städte mit sehr angespannten Situationen. Der Grund, warum ich mir Berlin ausgesucht hatte, ist nicht, weil ich dort wohne, sondern weil ich denke, die Stadt Berlin ist die interessanteste in Deutschland von diesem Aspekt her. Es scheint mir die Stadt zu sein, an der es am wahrscheinlichsten ist, dass die Situation sich ändern wird. Sie haben jetzt etwas wie den Mietendeckel, um die Mieten zu deckeln nach oben hin. Und ich denke, es ist die Stadt, in der sich gerade am meisten bewegt. Ich möchte das nur in einer Stadt machen, weil ich denke, das ist ein Kunstwerk und dieses sollte nur einmal existieren und nicht in dem Weg viel. Wenn wir das in vielen Städten machen würden, da würden wir nichts von lernen. Ich will ja nur zeigen, was passiert, wenn ich diese Lösung anwende und was passiert zu mir selber, aber wie reagiert jetzt diese eine Stadt darauf im Verhältnis zu anderen? Ihr könnt jetzt gerne Lösungen finden oder das benutzen, um das Problem in anderen Städten zu lösen, aber das wollte ich nicht tun. Ich wollte nur zeigen, wie es in Berlin läuft. Okay, danke für den Vortrag. Ich habe nicht wirklich Fragen, aber ich hätte zwei Anmerkungen bzw. Vorschläge. Du hast zuerst gesagt, am Ende des dass Menschen reich sind und wie man sie begehen sollte. Ich denke mir manchmal, wir sind die neuen Reichen. Wir sind die Techniker. Wir können um solche Probleme herum arbeiten, indem wir genug Technik verwenden und einsetzen oder selber bauen.
Und wir lassen dann die Leute hinter uns, die im Zweifelsfall dafür zahlen müssen, weil sie nicht selber automatisieren können. Das ist eine neue Form des Reichtums. Und das Zweite ist, ich habe dein Theaterstück gesehen und zuerst habe ich mir gedacht, das wäre cool, wenn du das mit einer Improvisationstheater machen würdest, bzw. mit einer Truppe. Wenn du so eine Gruppe hast, die dir auf die Bühne schubst, du könntest sie anweisen, ich bin ein Roboter, und wenn du ihnen sagst, sie sollen mit dir interagieren, könntest du Wahnsinnsszenen kriegen, die du wirklich cool machen würdest. Probier Improvisierung. Du hast gesagt, es gibt noch andere, also eine Anmerkung jetzt für gerade, es gibt noch, du sagtest, es gibt noch andere Formen, reich zu sein. Naja, es gibt ja nicht nur Geld als Kapital, es gibt auch soziales Kapital und technisches Kapital. Und ich denke, es ist halt, es ist schön, wenn du diese technische Fähigkeit jetzt hast und weißt, wie du coden kannst, aber du wirst dadurch wahrscheinlich auch Geldkapital sammeln. So eine Frage jetzt. Hast du, bevor du das selber implementiert hast, schon mal geguckt, ob es auf GitHub etwas Ähnliches gibt und was schon benutzt worden ist? Ja, ich habe auch schon Sachen gesehen, die Leute gebaut haben, die Teile davon automatisieren. Aber Sachen, die auf GitHub sind, ist nicht dasselbe wie öffentlich zu sein. Weil ich habe den Buildbot, den Wohnungsbot sogar zweimal geschrieben. Weil ich explizit das Ziel hatte, dass es öffentlich sein soll und das involviert halt auch Zugänglichkeit. Es ging mir ja nicht nur darum, dass ich was für mich finde, sondern dass ich auch was für die Öffentlichkeit mache. Noch eine Frage, warum hast du so ein hohes Level an Automatisierung gewählt? Beispielsweise Immobilien Scout hat ja 2018 die Premium-Requests abgeschafft. Und eingeschafft. Und was passiert jetzt, wenn du so viele Anfragen stellst? Was passiert, wenn Menschen diese Anfragen gar nicht mehr manuell beantworten? Das ist ja genau das Problem. Der Bot sollte eigentlich gar nicht existieren. Das löst ja das Problem nicht. Ich reagiere nur auf ein soziales Problem, auf das ich technisch reagiere, und das kreiert ja nur neue Probleme. Und dann würden auch wieder andere Leute so handeln. Das ist genau. Leute sagen, ich habe keinen Desktop-Computer, ich kann das nicht runterladen. Und das war der Punkt, wo ich sagen musste, es geht gar nicht darum, das so zu lösen. Das ist ein Kunstprojekt und ich will nur in die Diskussion mit euch einsteigen. Und dann sollten wir diskutieren, ob wir andere Technologien brauchen, ob wir Regulierungen vielleicht, Gesetze. Es geht darum, dass wir ekstatische Momente schaffen und nicht das Problem zu lösen. Das war nicht mein Fokus. Meine Idee war, dass wir ein Theater haben, bei dem wir wieder anfangen können zu träumen. Hi. Du hast im Grunde gesagt, du benutzt die Bots und die Antwortrate hängt davon ab, wie mein Einkommen ist. Und was ist deine Erfahrung, wenn du sagst, du zahlst mehr für die Wohnung? Es ist ja im Kapitalismus so, dass normalerweise du mehr Antworten bekommen müsstest, wenn du mehr zahlst. Ich habe schon, also im Prinzip wird es schon gehen, aber ich habe jetzt in Deutschland noch niemand gehört, der sagt, er würde das machen, und das ist, in meinen Zirkeln ist das nichts, worüber die Leute reden würden. Ich habe keine Idee. Also kann schon sein, dass es funktioniert, aber ich wüsste es nicht. Also wenn du nach einer Wohnung suchst, die 700 Euro kostet, dann ist es ziemlich schwer, die zu finden. Aber wenn du jetzt beispielsweise sagst, du würdest auch für diese Wohnung 900 Euro zahlen, bekommst du dann eine höhere Antwortrate? Naja, wenn du nach einer Wohnung für 700 suchst in Berlin, dann wirst du halt wenig Antwort kriegen, weil du findest halt einfach wenig in dem Bereich. Und ich kann dir da keine Statistiken geben, ich habe einfach keine Forschung in der Richtung betrieben. Es ist sehr öffentlich, du kannst es dir angucken, kannst selber damit rumstehen, vielleicht findest du ja was raus. Ich habe nichts, sorry. Noch eine Frage online vielleicht? Ich sehe hier keine Fragen mehr. Okay, dann würden wir das jetzt beenden. Und ich denke, wir
beenden dann damit unsere Übersetzung. Am Mikrofon waren Brett und Toast und wenn ihr uns Feedback geben wollt, gerne auf Twitter unter dem Hashtag C3Lingo und gerne auch per E-Mail über c3lingo.org. Thank you.